In der Früh bereits gehen Skater und Läufer auf die Halbmarathonstrecke, die von der Reeperbahn über die Elbchaussee, die Landungsbrücken durch die City und bis zur Messe geht. Und heute wird auf dem Heiligen Geistfeld eine große Menge Fußballfans erwartet. Allerspätestens zum Abendspiel Deutschland gegen Dänemark. Die Spannung steigt. Heute Abend startet bei der Fußball-EM in Deutschland die K.O.-Phase. Die DFB-Elf bekommt es in ihrem Achtelfinale in Dortmund mit Dänemark zu tun. Die Dänen sind bislang sieglos und haben nur 2 eigene Tore. Und das Heidelberg-Wetter gibt heute richtig Gas hier mit der Sonne. 11 Stunden scheint hier insgesamt und man merkt es auf jeden Fall. 23 Grad sind es jetzt schon hier. Aber unser Mobilstudio und Werder an der Elbe. 24 bei euch im Buchholz und 26 sogar schon in Hamburg. 26 ist auch die Tagestemperatur. Stadtreporter Finn, du bist dabei ja hier gerade auf großer Fahrradtour, ne? Sowas von. Die Fähre fährt hier gleich auch wieder ab, also hier ist einiges los in Werder. Das ist jetzt für eure Sicherheit der Radio Hamburg-Verkehr mit der EDKM. Achtung Autofahrer, da ist eine Entenfamilie auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Schellenburg und Blickborn in beiden Richtungen. Unbedingt vorsichtig fahren, da ist eine Entenfamilie unterwegs. Dann haben wir Stop and Go gerade auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg, 9 Kilometer zwischen Dreieck Nordwest und Waltershof. Dauert gute 50 Minuten länger hier. Auf jeden Fall durchhalten, wir sind bei euch. In der Gegenrichtung schafft es auch so ein bisschen, also in Hamburg Richtung Flensburg. 6 Kilometer sind hier zwischen Straßburg und Rotmarschen. Grund dafür ist eine Baustelle. Dauert jetzt gerade 35 Minuten länger. Falls ihr da mal ein kleines Update habt oder irgendwas anderes geht habt, vielleicht auch ein Besitzer, gern einfach an unsere Spur anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Nochmal für beides ist die 040-333. Und mehr Hamburg geht hier heute wirklich nicht bei uns, Leute. Unser mobiles Studio direkt an Elbe hier in Finkenwerder. Das ist ja unser Main Character seit Montag. Unser Startteil der Woche, auf dem feiern wir komplett. Und Finn, euer Radio-Mux-Stadt-Wochenende. Weicht hier gleich auch mal nach Radio Mux ein schönes Freibad ein. Eine dicke Arschbombe nimmt ihr hier und endet euch mit in den nächsten 20 Minuten.